Dann sehr kannst du gerne rufen. Ist aber überhaupt gedruckt? Nein, es kann nicht rufen. Dani geht stehen, glaube ich. So, kommt doch. Dani? Möchtest du so näher kommen? Nein, warte. Jure ist da! Ja, ist gut, super. Das ist Nelson Bob! Yes, because we are stuck on the second floor and he should turn the lift off and on again, so we can drive down. Zwei Leute da, treiben. Kannst du die Röhre verschalten? Ja! Ja! Suti! Ja! Ali. Mit wem bist du? Sven, das Team, Ali! Hä? Das Video! Ja, wie viel sind denn? Fünf! Ja, drei ist falsch, ich komme gerade! Ich hab's gesagt, ja, ich hab's euch allen gesagt. Bringen. Sudi, wenn ich etwas sagen muss, hören, weil ich weiss immer, wenn etwas passiert, weiss ich es immer, ich schwöre. Gell, Pat? Ja. Wenn etwas passiert, weiss ich es immer. Mann, nein! Ich wusste, dass es passiert. Er ist wie Mike Shiva. Einfach ohne Karte. Und ohne Geld verdienen. Entschuldigung, aber das geht nicht. Wenn ich es dann dreimal nicht sage, dann bringt es nichts. Das neue Jahr kann gut kommen, wenn man gut hier im Lift steckt. Es ist auch so heiß drinnen. Wir sind nur das Fünfte. Die Türen ist offen. Mach auf. Ja, mach auf. Sudi, mach auf. Warte. Nein, das geht gar nicht. Du weißt es ja auch. Ja. Und ich glaube, das ist logisch und nachvollziehbar. Lautstark mit Sam's Pizzaland. Pizza, Pasta, Burger. Essen wie bei Mami. Du schaust lautstarkes Musik- und Kulturmagazin auf Star TV, Star TV 2 und im Web. Hallo und herzlich willkommen. Wir feiern heute bei uns den grossen Silvester direkt aus Zürich vom 2017 ins neue Jahr. Eine bedeutende Sendung für uns. Zum einen, weil wir sind bei unseren Freunden vom Nelson und vom Lady Hamilton. Und zum anderen, es ist die letzte Party-Sendung von uns auf Star TV. Die letzte, unglaublich, nach über 7 Jahren. Warum, wieso, alles gibt es dazu später in der Sendung. Jetzt wollen wir anfangen mit positiven Emotionen direkt aus dem Geschehen von der Party. Das ist das Party-Special vom Lautstark. We watch the sun, the skies up above, and we light up the night. It's written in the stars, our hearts align, we unite, just you and I. Believe your eyes, watch the nightfall coming down the line. These are the new memories. We are the new memories. Ja, und neben mir ist Deborah, Tamara und Julia, direkt vom Lady Hamilton und vom Nelson, die natürlich auch verantwortlich für die geile Silvesterparty heute Abend sind. Hallo miteinander! Guten Abend! Hi! Ihr seid ja schon ein bisschen in 4 Launen, oder? Absolut, jedes Jahr wieder. Jedes Jahr? Ja, Silvester. Also was sonst eigentlich? Ja. Immer! Wir sind immer bereit für Party. Und da hat man auch noch ein bisschen Zeit, um ab und zu natürlich selber auch noch ein bisschen eins zu nehmen, oder? Wir sind immer sehr professionell. Heute dürfen wir an Silvester natürlich miteinander anstoßen, aber sonst halten wir das eher ein bisschen in Grenzen. Wir haben immer wirklich super Stimmung, es sind viele Leute immer da und natürlich an Silvester umso mehr. Es ist auch, man merkt es, es fließt in Strömen, der Alkohol, Prosecco, alles wunderbar. Ja, die Leute haben Freude, wir haben Freude. Und das ist eigentlich die Hauptsache an einer guten Party, dass alle Spass haben und dass alle jetzt wieder nachher heimgehen. Ich bin das Engeli und sie ist Teufeli und darum arbeiten wir so gut zusammen im Lady Hamilton. Also die Geschichte, die ich erzählen kann, da bin ich leider nie dabei gewesen, weißt du. Also du bist eigentlich die Bad Girl hier im Lady, ist das?
das sagt man so. Ich behaupte das selber nicht von mir, aber wir behaupten das von mir, ja. Das wird einen Grund haben, oder? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Okay, okay. Ja, was gibt es denn so für Geschichten, die ihr erlebt habt an Silvester jetzt? So ein bisschen, die rausgestochen haben, die an Max erinnern, kurz gefasst. Jugendfrei. Das darf man da nicht erzählen, ich wollte sagen. Merkt man das eigentlich, wenn man ins neue Jahr geht, dass die Leute sich da im Club mega gern haben und es ist so mega gefühlvoll und so ein die Love-Stimmung, oder wie ist das? Ist klar, Silvester ist immer speziell, es ist ein neues Jahr, ein Jahr ist vorbei, ein neues Jahr von da und dann, ganz klar, die Leute sind da schon ein bisschen anders drauf als unter einem Jahr. Ich merke, wir sind sehr familiär miteinander, wir gehen sehr gut miteinander um und deswegen haben wir wahrscheinlich auch so viele Mitarbeiter, die schon so lange da sind, die so lange da bei uns im Team arbeiten. Weil man genau eben so Sachen hat, dass man einfach 10 Minuten kann sagen, okay, Neujahrs, ihr geht jetzt miteinander anstoßen. Du sagst das so philosophisch und du sagst, du sagst Bad Girl, also was ist auch los heute? Aber das ist wirklich super, okay, das ist gut. Eben, Silvester heute Abend, grosse Party, wir sind mit drin. Jetzt für die Leute, die das verpasst haben und es ist Neujahr und ihr seht, scheiße, wir sind an einem ganz anderen Ort und haben nicht so viel Spass gehabt. Was ist das Legendäre da im Nelson oder im Lady an Silvester? Wie jetzt dort hinten, Damen und Herren, müssen wir schauen. Eben, das gibt es nonstop wieder an dieser Stelle. Also wir haben nächstes Jahr auch schon mega viele Sachen geplant. Das wissen wir schon. Das wissen wir natürlich schon. Wir haben ja immer so unsere grossen Events, die wir feiern. Und wo man sich natürlich auch auf Silvester freuen kann. Ja. Zum Beispiel der Super Bowl ist immer ein grosses Ding bei uns. Im Februar, oder? Im Februar, genau. Ja, ist immer, ich glaube, Sonntag, oder? Erster Sonntag im Februar. Ja. Und das ist natürlich bei uns ein super grosses Thema. Haben wir auch von den Renegades aus, kommen wir immer hier an, eine sehr grosse Party, die ganze Nacht durch sind wir da. Es wird super, ja. Wir haben eine mega geile Motoparty, ich erinnere mich da an St. Patrick's Day zurück oder eine Halloween-Party. Das gibt es jetzt kommendes Jahr oder jetzt, wenn ihr die Sendung schaut, das Jahr natürlich wieder, oder im Nelson oder im Lady? Also, Motoparty. Ich muss sagen, es ist immer so viel mit Liebe dekoriert. Die Leute sind immer so in Stimmung und es macht einfach nur Spass. Gerade Halloween oder dann eben auch das St. Patrick's Day. Die Leute sind miteinander, sie feiern miteinander und das macht einfach nur Spass. Und halt Dekoration, es ist alles mit Liebe ausgeschmückt und man macht einfach mit und es ist einfach genial. Aber wir stoßen jetzt auf jeden Fall an aufs 2018. Happy Neujahr natürlich und alles Gute euch privat und natürlich auch im Nelson Lady Hamilton auf ein gutes Jahr. Danke vielmals, merci. Cheers. Und Party 2017 ist 18 gsi an dieser Stelle. Es ist morgen früh und wir feiern immer noch ein bisschen weiter. Gesehen, die meisten sind immer noch drin und das am Morgen früh ist unglaublich. Und ein paar feiern natürlich auch noch draußen, weil im Nelson und im Lady Hamilton direkt an der Bahnhofstrasse in Zürich kann man natürlich auch bis in morgen hier feiern. Also lohnt sich wirklich, um selber einmal dahin zu kommen. Wie ich am Anfang der Sendung schon gesagt habe, das war unser letzter Party-Drag nach 7 Jahren Party-Break und einem ganzen Jahr Lautstark, wo wir jetzt gemacht haben auf Start. Wie ist das? Der Schluss. Ja, der letzte Party-Break-Dreh sozusagen im Lautstark jetzt, wo ich natürlich auf euch auch ein bisschen anstoße. Cheers an dieser Stelle.
möchte mich an dieser Stelle auch bedanken. Lautstark gibt es weiterhin, auch im kommenden Jahr, bis und mit Februar auch noch mit mir. Dann sage ich Tschüss auf Star TV. Ich werde nicht ganz gehen. Das gönne ich euch nicht, es wird weitergehen im Fernsehen, aber zumindest auf StarTV gibt es ein neues Gesicht im Lautstark. Bleibt uns auch dort auf jeden Fall treu, happy 2018, bis nächste Woche auf StarTV im Lautstark. Tschüss! Lautstark mit Sam Spitzerland, Pizza, Pasta, Burger, Essen wie bei Mami.